Im Frühjahr und Sommer leidet Jürgen Kleinhans aus Mainz unter Pollenallergie. Er hat Atemnot und braucht oft ein Asthmaspray, um Luft zu bekommen. Nun will er einen Luftreiniger in seiner Wohnung testen und erhofft sich davon, dass halt die Pollen oder auch die Allergiestoffe, die halt in der Luft sich bewegen, halt dadurch rausgefiltert werden. Oder auch Staub, ich habe halt noch eine Stauballergie, Hausstauballergie, dass das halt mal reduziert wird und dass ich halt dadurch besser atmen kann, besser Luft bekomme. Wie funktionieren Luftreiniger? Das Prinzip ist bei allen Geräten dasselbe. Sie saugen die Raumluft an, ziehen sie durch verschiedene Filter und dieser hier bläst die Luft dann oben wieder raus. Hans Weinreuter von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz erklärt das Filtersystem. Wir sehen hier außen den groben Vorfilter. Das sind diese Löcher hier außen drin. Das heißt, wenn es um Flusen oder irgendwie größere Partikel geht, dann ist das quasi schon mal der erste Schutzmechanismus. Und wenn wir jetzt hier aufdrücken und das Gerät öffnen, dann kommen wir an das Innere und sehen dann auf der Innenseite den Feinstaubfilter. Und der dient eben dazu, die kleinen Feinstaubpartikel inklusive Pollen aus der Luft rauszufiltern. Und das ist der Aktivkohlefilter und der soll Formaldehyd und Gerüche aus der Luft rausholen. Gerade bei der Leistung der Feinstaub- und Aktivkohlefilter unterscheiden sich die Geräte. Worauf sollten Verbraucher achten? Stiftung Warentest hat sich die Geräte verschiedener Hersteller angeschaut. Im Labor überprüfen die Tester, wie viele Pollen die Luftreiniger aus der Luft filtern. Das ist den meisten Geräten gut gelungen. Innerhalb von 10 Minuten verschwanden 90% der Pollen aus dem Testraum. Außerdem wurde getestet, wie gut die Geräte die Luft von Zigarettenrauch befreien. Etwa die Hälfte der Modelle filterte Rauchpartikel gut raus, jedoch nur mit neuen Filtern. Bei gebrauchten Filtern nimmt die Reinigungskraft deutlich ab. Weiter wollten die Tester wissen, wie gut die Luftreiniger mit der Chemikalie Formaldehyd fertig werden. Der Stoff kann aus Möbeln oder Lacken ausdampfen und gilt als krebserregend. Hier waren die Ergebnisse überwiegend schlecht. Wir haben neben den Anschaffungskosten, die bei den Geräten, die im Test waren, zwischen 250 und 450 Euro liegen. Aber dazu kommen eben die Betriebskosten. Das heißt, ich muss ein- oder zweimal im Jahr den Filter wechseln und dann kommen Kosten auf mich zu und die sind auch unterschiedlich bei den einzelnen Herstellern. Immer mehr Hersteller werben auch mit Geräten, die mit Hilfe von UVC-Strahlen Bakterien und Viren abtöten sollen. Experten warnen jedoch davor, sich darauf zu verlassen, denn diese Geräte sind nicht ausreichend getestet. Wer braucht einen Luftreiniger? Der Mainzer Arzt Sven Quist rät einigen seiner Allergiepatienten, Luftreiniger auszuprobieren. Definitiv, also es kann sehr viel bringen. Es ist halt wichtig, dass er auch diese jeweils Pollen oder diese kleinsten Stoffe auch wirklich rausfiltern kann. Dann kann es ein Konzept von mehreren sein, da wo die Luft gereinigt wird. Dazu gehören auch zum Beispiel auch andere Maßnahmen, tatsächlich wie die Kleidung entsprechend nicht im Zimmer halten oder auch lüften eher, wenn es regnet, das ist ein wichtiger Aspekt. So kann ein Luftreiniger Teil der Lösung sein. Allerdings gibt es Grenzen. Wird die Raumluft permanent durch Schimmel oder Tierhaare belastet, kann auch ein Luftreiniger auf Dauer nicht helfen. Pollenallergiker Jürgen Kleinhans hat das Gerät 2 Tage in seiner Wohnung ausprobiert. Also da ich momentan nicht so starke Beschwerden habe, ist es jetzt nicht so ein Riesenunterschied gewesen zu vorher. Das Gerät hat aber angezeigt, dass es die Luftqualität um eine ganze Stufe verbessert hat. Und deswegen hat es wohl doch schon was getan. Fazit. Auch wenn einige Modelle nicht nur versprechen, die Luft zu reinigen, sondern auch eine kühlende Ventilatorfunktion haben, sollten Verbraucher eines bedenken. Was die Geräte nicht können, ist für frischen Sauerstoff sorgen. Das heißt, wir müssen trotz dieser Geräte regelmäßig lüften, wenn der Sauerstoff verbraucht ist oder auf niedriges Niveau absinkt im Raum und der CO2-Gehalt gleichzeitig ansteigt, müssen wir die Fenster öffnen, um frische Luft reinzulassen. Auch wenn der Luftreiniger die Pollen aus seinem Wohnzimmer gefiltert hat, irgendwann muss Jürgen Kleinhans sie dann doch wieder reinlassen und lüften.